Ja, ich denke, nicht nur Sie werden Spaß daran gehabt haben, was Bernhard Wolf uns hier gerade gezeigt hat, sondern auch unser Tagesbeobachter. Er war natürlich auch jetzt hinter der Bühne dabei während dem ganzen Nachmittag. Und ihm wollen wir jetzt nochmal das Wort übergeben, fast schon das letzte bei dem heutigen Forum. Meine Damen und Herren, hier ist nochmal für Sie Peter Schneider. Sandra, sag mal Reziprozität. Reziprozität. Oder Lysergsäure-Diethylamid. Ich höre dich immer so schlecht. Ich muss zu dir kommen. Du musst nur, ich muss sagen, ich rieche gut. Reziprozität oder Lysergsäure-Diethylamid oder Polyvinylchlorid. Du, das ist mir einfach zu hoch, weißt ist du? Ist gut. Ja, es ist einfach zu spät schon. Ich meinte nur so wegen spirituell und... Also spekulär, ja, das reicht schon, mir heute. Das ist gut. Ich habe auch noch was dazu zu bieten, zum Beispiel Lieder meine ich, kriech da nicht rein, oder der weiße Neger Wumbaba, der weiße Neger Wumbaba. Also jetzt soll ich ja nicht hier singen, sondern ein bisschen zusammenfassen. Finden Sie nicht übrigens auch, dass ich aussehe wie der späte Blatter kurz nach seiner Frühpensionierung? Dreiteiler macht schlank. Zusammenfassung, wir hatten da den Herrn Christoph Kuch mit seiner Mentalmagie. Das erinnert mich daran, dass ich morgen übrigens wieder zur Mentalhygienikerin muss. Ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, so Mentalsiedle, man soll's. Ich hatte ja früher den Zauberkasten und das hat mich jetzt auch so wahnsinnig angemacht, das auch mal zu probieren. Also konzentrieren Sie sich auf irgendwas und ich versuche Gedanken zu lesen. Haben Sie es? Pfui. Danach kam José Luis Moral, wenn ich das richtig verstanden habe, ein südamerikanischer Taxifahrer, der noch mit 73 Jahren seinen Pilotenschein gemacht hat. Danach der Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth. Und auch dazu möchte ich ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Dazu brauchte ich jemanden, der jetzt auf die Bühne kommt. Sie stehen mir jetzt so gerade gegenüber. Mein Gott, sind die Leute gehorsam. Das ist erschütternd. Denken Sie ans Milgram-Experiment. Also ich mache jetzt Folgendes mit Ihnen. Bitte würden Sie sich auf die drei Buchstaben der Partei von Stefan Roth konzentrieren und ich komme dann später zu Ihnen zurück. Ist das gut? Mentalisieren Sie es. Ja? Okay. Ja, was habe ich sonst noch? Einfach stehen bleiben. Ich komme wirklich wieder zu Ihnen. Nicht vorsagen. Ich habe es gesehen. Drehen Sie sich mal um, bitte. Ja, also was habe ich von Stefan Roth behalten? Man darf sich jetzt in Luzern immer noch gratis kremieren lassen. Ist gar nicht unvernünftig, das rechnet sich dann allemal beim Sterbetourismus und mit der Abwärme kann man dann immer noch die Fachhochschule Luzern heizen. Das ist nachhaltig und zukunftsweisend. So, haben Sie sich jetzt konzentriert? Ja? Mentalisieren Sie es nochmal? Ja, dann lassen Sie sich doch vorsagen, nicht, dass meine Nummer jetzt da noch im letzten Moment... Ich guck weg. Luzern. Ja. An der politischen Bildung ist noch viel zu tun. Also ich werde jetzt den Parteinamen rückwärts aufsagen und Sie nicken, wenn er richtig ist. P. Ich muss ablesen. P. DF.
ich weiß nicht, was ich falsch mache. Sie hat mir die Nummer versaut. Kann man bitte jemand richtig vorsagen? Machen wir nochmal. Sie können von mir aus auch laut reinrufen. Haben wir es? Jetzt dürfen Sie es auch von vorne sagen. Ist das so? Das haben die mir so vorgesagt. Mein Gott, Luzern ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ich danke Ihnen ganz herzlich und einen Applaus bitte für mich, dass ich sogar rückwärts konnte. Danke sehr. Ja. Dann hatten wir Valentin Vogt, den Präsidenten des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, mit seiner Laudatio auf die höhere Kaderausbildung der Armee. Sie haben den Film gesehen. Ich fand das sehr eindrucksvolle Leistungen. Zum Beispiel diese Camouflage-Schminkkurse, haben Sie gesehen? Kann man da alles lernen? Und was mir auch sehr gefallen hat, war die Pflege der Truppenkörper bis hinunter zum Verband. Das klingt so nach Sanitätsausbildung, kann man immer gebrauchen. Dann kam die BMW-Preisverleihung. Da hätte ich noch eine Idee für Herrn Blattmann. Ist Herr Blattmann, weilt er noch unter uns? Er weilt noch. Vielleicht könnten Sie den Duro... Das liebe ich, so spart man Zeit. Okay, ja, dann kam Sabine Holbrocks Auftritt. Der ist mir natürlich ganz besonders nahe gegangen, weil ich früher selber mal ein Velosolex hatte. Aber als ich gemerkt habe, dass ich damit kaum den Zürichberg hochkomme, habe ich es meinem Sohn geschenkt. Noch zu meiner Person, ich bin nur ein PS und wiege 85 Kilo ohne Schuhe. Das heißt, halb so viel wie Sabine Holbrocks Motorrad. So betrachtet bin ich ein Leichtgewicht. Und ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich dann später mal in die Midlife-Crisis komme, kaufe ich mir ein E-Bike der 220-Volt-Klasse. Vielleicht werde ich so Markenbotschafter für Brompton-Klappräder oder Medizinbälle aus Schaumstoff. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die haben nämlich immer mich getroffen. Was habe ich noch? Ach so, eins ist bei mir deutlich umgekehrt als bei Sabine Holbrock. Ich habe Angst, aber nie Respekt. Ja. Und dann hatten wir zum Schluss noch... dann hatten wir zum Schluss noch den Wirtschaftspädagogen Bernhard Wolf. War sehr eindrucksvoll, wenn das alle so Bananen machen würden wie er, aber dann würden diese Früchte wahrscheinlich unbezahlbar. Vielleicht kann man das jetzt noch mal rückwärts laufen lassen. Was habe ich sonst noch mitgenommen von Bernhard Wolf? Seine Aussage, dass wir vor allen Dingen kreativ sind im Nassbereich. Das hat Charlotte Roche ja mit ihren Feuchtgebieten schon sehr früh erkannt. Ja, und damit habe ich meine Zeit überzogen und ich komme zum Schluss. Esprit sagt, Visionen brauchen Förderer. Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Visionen hat, braucht Medikamente. Und wie auch immer, wenn Sie mal eine Banane oder einen BMW brauchen, ich hätte da ein paar Visionen, wie wir es möglich machen könnten. Danke sehr und bis dann. Ganz
Ganz herzlichen Dank, Peter Schneider. Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir fast schon am Ende angekommen unseres Esprit-Forums. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, die wirklich sehr lange war. Ich kann Ihnen von Backstage berichten, dass alle Referenten sehr erstaunt sind und sehr begeistert waren von Ihnen als Publikum, das so unglaublich aufmerksam und über so lange Zeit so unglaublich aufmerksam gewesen ist. Wir haben viel gelacht, glaube ich, heute. Das war sehr schön und ich hoffe, dass Sie einige positive Impulse mit nach Hause nehmen. Ja, und wir wollen Sie natürlich noch überhaupt nicht nach Hause schicken, sondern es geht weiter. Wir wollen ja schließlich unsere Preisträger, unser Award-Winner auch noch gebührend feiern. Und das möchten wir natürlich eben endlich mit einem Glas Alkohol machen und mit etwas zu essen. Genau, und zwar machen wir das im Luzerner Saal. Und wenn das jetzt klappt, dann sollte die Malaika, ja, meine Kollegin, die heute auch schon auf der Bühne gestanden hat, da sein. Malaika, hörst du mich? Ich höre dich. Ja, du bist im Luzerner Saal und du kannst uns erzählen, was hier läuft. Also, die Band ist sich am Einspielen, der Apero steht kalt, das Essen ist auf den Tischen, es fehlen eigentlich nur noch die Gäste. Ja, super, die können wir liefern, also vielen Dank, du kannst sie da schon mal erwarten, ja. Es ist gleich soweit, meine Damen und Herren. Also, es gibt Musik, es gibt was zu trinken, es gibt was zu essen. Schön, wenn Sie noch hier bleiben. Nochmals ganz herzlichen Dank. Und von mir aus kann ich nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Und Sie sind definitiv das spekulärste Publikum, das ich je erlebt habe. Dankeschön. Liebe Sandra, wir danken dir ganz herzlich. Du hast diesen ersten Esprit mit Bravour gemeistert. Du hast sehr viel Witz, Herz und viele lustige Momente uns beschert. Und wir danken dir ganz herzlich und würden uns freuen, wenn du auch das nächste Jahr wieder dabei bist. Ganz herzlichen Dank und einen herzlichen Applaus. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Ja, Exzellenz werden. Warum? Warum nicht? Wir haben uns das letzte Jahr von Dietmar Dahmen inspirieren lassen. Er hat ja gefragt, Schatz, wollen wir nach Paris? Warum? Und er hat gesagt, warum nicht? Und das hat mich inspiriert. Da geht der Geist auf, da kann man plötzlich sagen, ja, probieren wir es doch. Und ich denke, das gilt auch für den Weg zur Exzellenz. Warum nicht? Beginnen wir doch, fangen wir an. Konnten Sie diese Frage für sich heute beantworten, warum nicht? Ich würde Ihnen empfehlen, sich in den nächsten Tagen mal darüber Gedanken zu machen. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Wir überraschen Sie nächste Woche mit einem Film, den Sie alle erhalten, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben, die Anekdoten, die Referenten, die Ergebnisse. Und dann können Sie sich immer, wenn Sie mal einen kleinen Durchhänger haben, können Sie sich den Film anschauen und sagen, warum nicht? Ich mache mich auf den Weg. Mir bleibt der Dank. Das Wichtigste ist, all die Leute, die dazu beigetragen haben, dass wir heute wieder hier einen guten und ich denke vergnüglichen Tag mit vielen Inspirationen erleben durften. Wir danken Ihnen vor allem, liebe Gäste, dass Sie der Einladung gefolgt haben. Sie haben sich Zeit genommen, diesen ganzen Tag mit uns zu verbringen. Mein herzlichster Dank gilt unseren Partnern, Hauptsponsoren, aber natürlich auch allen Mitarbeitern vor und natürlich auch hinter den Kulissen. Nur dank Ihnen ist es möglich, einen Tag wie diesen zu gestalten. Ich danke allen sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Aber ich habe es schon angesprochen, wir möchten auch danken unseren zahlreichen Mitgliedern, unseren Sponsoren und Partnern. Denn Esprit braucht Sie. Wir brauchen Sie, denn ohne Sie blieben Ideen bloß Ideen. Herzlichen Dank allen für Ihre Großzügigkeit und Ihre Verbundenheit mit Esprit.
Genießen Sie jetzt den Ausklang des Tages, wie bereits gezeigt, an unserer Winners Party und feiern Sie mit unseren Gewinnern, Preisträger und Finalisten. Es erwarten Sie feine Häppchen, erlesene Weine und nochmals ganz entspannte und ich denke sehr humorvolle Gespräche. Kommen Sie anschließend gut nach Hause und wir freuen uns auf Sie bis zum nächsten Jahr. A bientôt, a presto, vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.